Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier ein paar Böller in einem schönen, etwas größeren Paket, die gerade schon alle rausfallen, weil ich es schon geöffnet habe, weil ich ja hier immer so ein AIDS-Messer habe. Ja, werden wir mal zusammen auspacken. Ja, es sind auf jeden Fall viele Raritätenböller, die jetzt nicht so besonders sind. Ja, ein paar Pullenböller und so weiter. Also halt eine schöne Mischung. Ja, das konnte ich beim Kollegen sehr, 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 sehr günstig abgreifen. Ja, und das werden wir jetzt einfach hier mal aufmachen oder vielmehr auspacken. Wir fangen einfach mal an hier mit Funke, wie ich es hier immer nenne. Ja, für die, die das erste Mal sind, ich weiß, dass es Funke heißt. Ja, wir haben hier den Super Böller 1. Ja, Super Böller 1, habe ich doch richtig geraten. P1, der Losnummer 522A. Damit kann ich persönlich nichts anfangen. Wir haben eine NEC von 24 Gramm. Vier Stück sind drin. Ja, macht 6 Gramm pro Böller. Haben wir einmal. Haben wir zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und ein sechstes Mal. Also allein das ist schon mal richtig geil, das Zeug hier. Ne? Brauche ich auch nicht viel zu erzählen. Schnipset extrem, super laut und ja. Einfach zuschlagen, wenn ihr die irgendwo kriegt. Ne? Ist P1, wie gesagt, kann jeder das ganze Jahr über erwerben, auch bei deutschen Shops. Einfach, ja, sobald ihr 18 seid, könnt ihr kaufen, müsst halt Versand bezahlen und dann kriegt ihr das und den Böller natürlich auch. Dann haben wir hier eine weitere Rarität. Man hört es vielleicht. Ja, und zwar den Weco Super Böller 1. Ich nehme hier einfach mal ein anderes Paket. Ja, das ist fest. Ja, Super Böller 1, Corsar-Logo und auch schon das ein oder andere Jahr alt. Vier Stück haben wir hier drin. 158 Gramm die ganze Packung. Wie viel NEM so ein Ding hat, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, der Pyrus Forever, der kennt die Dinger ja auch. Der kennt sich damit hundertprozentig besser aus, was die an Beladung haben. Aber ich würde mal sagen, so 3-4 Gramm werden die schon noch haben, oder? Keine Ahnung, hier steht auch nichts weiter drauf. Auf jeden Fall haben wir das zweimal. Dreimal. Viermal, fünfmal, so fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal und auch noch ein zwölftes Mal. Also ein schöner Stapel auf jeden Fall jetzt schon mal mit richtig guten Dingern. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall mal zu den höher kategorisierten Böller bzw. gleich kategorisierten und ja, teilweise Raritäten. Fangen wir auch direkt mal an mit dem FP3 Blue. Hatte ich letztens schon mal. Gut, das Unboxing ist jetzt noch nicht online. Ich habe viele Unboxings, ja, die jetzt nach und nach kommen, aber jetzt kommen auch erstmal ein paar Böller-Tests und so. Und ja, der FP3 Blue, brauche ich euch nicht viel zu erzählen, hatte ich ja schon ein paar Mal, aber für die, die es nicht kennen, trotzdem nochmal, wir haben hier eine Kategorie P1. Wir haben 20 Stück in der Packung mit jeweils 7 Gramm, ergibt also 140 Gramm. 2019er Produktionsdatum von Universe Fireworks. Hat der ein oder andere bestimmt schon mal gehört. Ich tatsächlich kenne sie nur durch den FP3 Blue. Und davon habe ich mir dann halt gleich zwei Packs gekauft. Ne? Beziehungsweise für einen Kollegen gekauft, jeweils irgendwie, ich glaube, 20 Euro. Ja, woanders gibt es die vielleicht noch mal 1, 2 Euro günstiger. Teilweise sehe ich die aber meistens für 25 Euro. Daher dem Kollegen mal Bescheid gesagt, ob er die braucht und gleich mitgeordert. Dann haben wir hier den Powerful Bulldog. Auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Zwei Packs habe ich hiervon bekommen. Und eins gucken wir uns jetzt mal hier ein bisschen an. Ne, so sieht das aus. Ist von Triplex. Kennt man ja schon. 20 Stück sind drin. Jeweils 2 Gramm. Okay. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen verstutzt. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, 2 Gramm pro Stück, also 40 Gramm auf die Packung. Was mich gerade wundert, ist Kategorie F3. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass die in P1 waren oder nicht. Oder verwechsel ich die jetzt mit den Killer Bulldogs, weil da gab es jetzt noch eine neue Packung, die ja, ist so aufgebaut wie so eine Packung hier, so ähnlich, nur ein bisschen kleiner. Und da sind halt, ja, P1-Zulassung und auch 2 Gramm. Ich weiß nicht, also ob ich die jetzt verwechsel. Die anderen haben auf jeden Fall ein P1, aber ich bin mir sicher, die waren auch P1. Oder es gibt davon zwei Versionen, weiß ich nicht. Wobei aber das Herstellerdatum 23 ist, also neu. Ne? Der das gleiche. Also keine Ahnung, hergestellt wurde das von ARPI oder API, wie auch immer, für Triplex halt. Na, hier steht es nochmal, bla bla bla. Ja, genau. Also so viel dazu.
Ich will mich jetzt, wie gesagt, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin mir da eigentlich nur sehr sicher, aber nicht hundertprozentig. Also es kann sein, dass ich jetzt echt verwechsel. Dann haben wir auch was, was von ARPI gefertigt wurde für SR Pyro. Und zwar den Big Bang 8G. Wir haben 10 Stück drin mit jeweils 8 Gramm. Ja, ich habe hier so einen Böllerpack halt an sich bekommen. Da waren die halt bei, ja. Ich bin auch nicht so der Böllerfreund an sich. Ne? Auch gerade halt nicht von dieser Kategorie. Also es juckt mich halt nicht, ne, sage ich mal so. Ich habe halt lieber meine Effekte, aber ja, welche Kategorie das ist, kann man sich ja denken. Man wird es auch schon gesehen haben, wenn man die Augen aufmacht. So viel auf jeden Fall dazu. Ne? 8 Gramm pro Stück, 10 Stück sind drin. Dann kommen wir zu den letzten beiden Artikeln. Und zwar haben wir hier den Dumbo Middle in P1. Ultraschwere Packung, also wirklich. Die Packung hier, wo ein Böller 50 Gramm vor allem, im P1 mit der ganzen Packung 50 Gramm, also 2,5 Gramm pro Böller. Ich weiß, da ist Gips drin und der ist schwer, ist mir schon bewusst, ne? P6A13 Dumbo Middle, das sind die, ne? Aber das Pack wiegt deutlich mehr als das Pack. Und hier sind 140 Gramm NEM drin, ne? Aber das auf jeden Fall dazu. Wenn ihr die irgendwo seht und ihr die Kohle überhaupt, holt die euch. Ja, es ist ein Scheuerzeuger, ein P1, man darf die so gesehen halt erwerben, ist aber eine Rarität. Wenn ihr die jetzt seht für 15, 16, was weiß ich wie viel Euro, das sind die nicht wert. Ja, die sind gut, aber die haben auch irgendwo ihre Grenze. Ne? Deswegen lasst euch da nicht verarschen. Ja? Keine Ahnung, vielleicht wirklich jetzt unter den Umständen, dass ihr jetzt wirklich einzeln, vielleicht ein Zehner. Ja? Mehr würde ich dafür gar nicht mehr hinlegen, weil es einfach irgendwo auch mal gut ist mit den ganzen Preisen. Dann haben wir hier den No Limits Böller. Der ist von Pyromax, der PXB10. Ja, der 309, glaube ich, war der C4 oder C4 Mini, weiß ich gar nicht. Also die sind alle aus der gleichen Linie. Ja, alles von Pyromax. Leider sind die hier in F3, nicht in P1 oder so. Sind aber auch von 2016, also das ist schon ein paar Tage alt, das Pack. Ja, leider ist hier die Folie ein bisschen im Arsch, sage ich mal. Wir haben hier aber 20 Stück drin, mit jeweils 2 Gramm, ergibt 40 Gramm auf die Packung, leider wie gesagt F3, aber ein sehr schöner Böller, wenn ihr den seht, holt ihr euch, wären so für die 20 Euro bei den meisten gehandelt, wo sie jetzt gerade noch irgendwie da sind, ne? Wenn sie die überhaupt mal irgendwo haben. Ja, damit sind wir durch, wie gesagt, 6x Funke China Böller, dann 12x Weco China Böller, also Super Böller 1 jeweils, 2x FP3 Blue. Dann 2x Powerful Bulldog war das, glaube ich, genau, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher war, ob die nicht P1 waren. Dann P1er Dumbo Middle mit 50 Gramm. Die alten noch, dann Pyromax, ja, auch alte Böller. Und halt einmal den Big Bang 8G. Ja, denke ich mal, ist auf jeden Fall eine gute Mischung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, Like und ja, kommentieren könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt. Ja, wie gesagt, das ist von einem Kollegen, also kein Shop und es ist wirklich vom Kollegen. Ich habe keinen besonderen Vorteil dadurch, wenn ich euch sage, dass das von da oder da ist und das da nicht stimmt. Das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Video.